Hallo liebe Nähfreunde, der Herbst steht vor der Tür, also ist es Zeit wofür? Na klar, für einen frischen, neuen, selbstgenähten Hoodie. Also schnappt euch gleich unser Schnittmuster und näht mit mir zusammen einen locker geschnittenen Kapuzenpulli mit sportlicher Streifenoptik und praktischen Taschen. Und wenn ihr keine Kapuzenfans seid, dann wählt einfach den runden Bündchenausschnitt. Bevor es losgeht, abonniert gerne meinen Kanal, um kein Nähvideo mehr zu verpassen. Und wenn ihr Lust auf den Pulli habt, dann lasst mir doch auch gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Bis gleich! Das Schnittmuster für den Pulli bekommt ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Ihr könnt wählen zwischen dem A4-Format zum selber ausdrucken und zusammenkleben sowie dem A0-Format, welches ihr von einem Druckservice ausplotten lassen könnt. Passende kuschelige Sweatstoffe in vielen Farben findet ihr ebenfalls bei uns im Shop. Aus einem dicken, flauschigen Heavy-Jogging-Sweat wird der Pulli richtig schön wärmend und die Kapuze erhält einen tollen Stand. Ihr könnt natürlich auch leichtere Sweats für den Pulli verwenden, zum Beispiel einen herkömmlichen angerauten Wintersweat oder einen nicht angerauten Sommersweat bzw. French Terry. Aus diesem fällt der Pulli lockerer und hat weniger Stand. Hier habe ich die Schnittteile für meinen Pulli mit Kapuze aus einem Heavy Jogging Sweat schon einmal vorbereitet. Wir brauchen für die Vorder- und Rückseite jeweils ein Mittelteil, welches im Bruch zugeschnitten wird, ein paar Streifen, sowie ein paar Seitenteile. Da diese für vorn und hinten recht ähnlich aussehen, habe ich diese mit Aufklebern beschriftet. Für die Kapuze braucht ihr je zwei Teile für die Außen- und Innenkapuze. Wenn ihr den runden Ausschnitt gewählt habt, den Bündchenstreifen. Dazu kommt ein paar Taschenbeutel, die Leisten, ein Ärmelpaar, sowie die Bündchen für die Ärmel und für den Saum. Diese können aus demselben Stoff wie hier oder aus Bündchenware sein. Zum Nähen verwende ich jetzt meine Overlock-Maschine von Bernina, die L460, mit dem praktischen Kniehebel und Anschiebetisch. Für Hilfsnähte kommt die Black Edition 335 zum Einsatz. Für die beiden hochwertigen Maschinen ist keine große Investition nötig. Ihr könnt sie nämlich ganz unkompliziert über ein Abo bei Nähmaschine4U mieten. Alle Infos dazu findet ihr unter diesem Link. Und wenn ihr jetzt trotzdem keine Overlock-Maschine zur Hand habt, könnt ihr den Pulli auch komplett mit der normalen Nähmaschine nähen. Stellt einfach einen elastischen Stich ein und schaut euch meine Tipps und Tricks in diesem Nähvideo an. Als erstes werden nun die Leisten an die Taschenbeutel angenäht. Anhand der Knipse können wir sie richtig zuordnen. Die Leisten werden links auf links gefaltet und dann rechts auf rechts am Taschenbeutel festgesteckt. Diese Strecke wird jetzt mit der Overlock-Maschine und einer Nahtbreite von 0,7 cm genäht. Für schön weiche Nähte habe ich an allen Stellen das Bauschgarn Bulky Lock 80 von Gütermann eingesetzt. Damit der dicke, flauschige Stoff beim Nähen nicht ausgedehnt und gut transportiert wird, habe ich das Differential erhöht und den Nähfußdruck verringert. Für den dicken Jogging-Sweat habe ich außerdem Nadeln mit 90er Stärke eingesetzt. So sehen die Taschen jetzt aus. Damit die Naht flacher wird, habe ich die Nahtzugabe umgebügelt und zwar zum Taschenbeutel. Als nächstes werden die Vorderteilstreifen rechts auf rechts an die vorderen Seitenteile angenäht. Das habe ich hier schon gemacht und die Nahtzugabe zum Streifen hin umgebügelt. Im nächsten Schritt kommen die Taschen an das Mittelteil und die Seitenteile darüber. Damit bei den vielen Lagen nichts verrutscht, nähe ich die Taschen zunächst mit der Nähmaschine und Hilfsnähten an das Mittelteil an. Dafür habe ich sie hier schon mit Klammern festgesteckt. Für ein sauberes Nahtbild verwende ich wie immer gerne meinen Allesnäher von Gütermann.
Die Nahtzugabe bei dieser Hilfsnaht beträgt 0,5 cm und ich habe eine größere Stichlänge eingestellt. Jetzt kommt hier diese dicke Stelle, also nehme ich ein Handmaß zur Hilfe, um das Ganze etwas flach zu drücken. Beide Taschen sind am Mittelteil angenäht. Jetzt kommt das Seitenteil darüber. Und wenn beide festgeklammert sind, können wir sie mit der Overlock-Maschine annähen. Jetzt sind alle Teile für das Vorderteil zusammengenäht. Mein Tipp: Näht diese Nähte von unten nach oben und diese von oben nach unten. So legen sich die Overlock-Nahtzugaben gleich in die richtige Richtung, nämlich jeweils zur Mitte hin. Von rechts sieht das Vorderteil so aus und damit später nichts verrutscht, habe ich die Taschenbeutel oben und seitlich schon mit Hilfsnähten fixiert. Als nächstes werden alle Teile für den Rücken zusammengesetzt, ganz genauso wie beim Vorderteil, nur ohne Taschenbeutel. Das sieht dann so aus. Im nächsten Arbeitsschritt werden Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts an den Schulterkanten zusammengenäht. Ich empfehle euch, dies mit der Nähmaschine zu machen und die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen zu legen, damit hier die Streifen exakt aufeinandertreffen. Anschließend wird mit der Overlock-Maschine noch einmal übergenäht. Nun sind die Ärmel an der Reihe. Dafür habe ich das Pulli-Teil schon aufgeklappt, sodass die rechte Stoffseite nach oben zeigt. Und anhand der Doppelknipse habe ich den rechten und linken Ärmel schon zugeordnet. Die Ärmel werden jetzt rechts auf rechts anhand der Knipse festgesteckt. Da die Armkugel sehr flach ist, haben wir hier keine Ecke zum Anlegen, sondern einen Knips. Hier muss die 7 mm Nahtzugabe vom Ärmel überstehen. Die weiteren Knipse treffen aufeinander. Und auch am Rückenteil muss am letzten Knips die Armkugelkante 7 mm überstehen. Beide Ärmel sind festgesteckt, jetzt können wir sie mit der Overlock-Maschine annähen. Am Ende lasse ich die Naht einfach auslaufen. Beide Ärmel sind angenäht. Als nächstes werden die Seitennähte geschlossen. Dafür habe ich sie hier schon mit Klammern zusammengesteckt. Die Ärmelnähte treffen genau aufeinander. Die Nahtzugaben liegen entgegengesetzt. Die Strecken werden wieder mit der Overlock genäht. An der Ecke lege ich den Stoff gerade. Mein Pulli sieht jetzt so aus. Weiter geht's mit der Kapuze oder dem runden Bündchenausschnitt. Diesen zeige ich euch im Anschluss. Für die Kapuze werden jetzt die je zwei Teile für die Außen- und Innenkapuze rechts auf rechts an der Rundung zusammengenäht.
Anschließend werden die Kapuzen rechts auf rechts ineinander gesteckt und an der vorderen Kante zusammengenäht. Das habe ich hier schon gemacht. Außerdem die Kapuze gebügelt und gewendet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt an der Außenkapuze Ösen anbringen, sowie einen Tunnel für eine Kordel nähen. Die Anleitung dafür seht ihr in unserem Anorak-Näh-Video. Damit beim Annähen der Kapuze nichts verrutscht, lege ich jetzt anhand der Knipse die vorderen Kanten überlappend aufeinander. Und nähe beide Stofflagen rundherum mit einer Hilfsnaht an der Nähmaschine zusammen. Ich beginne direkt auf der Überlappung. Die Nahtzugabe beträgt 0,5 cm. Damit ist die Kapuze fertig vorbereitet und wir können sie nun rechts auf rechts in den Halsausschnitt des gewendeten Pullis stecken. Hierbei treffen die Knipse zusammen. Und wenn alles festgesteckt ist, wird die Kapuze mit der Overlock angenäht. An dieser dicken Stelle hebe ich den Nähfuß vorne an. Die Kapuze ist angenäht und jetzt zeige ich euch an diesem Pulli den Bündchenausschnitt. Der Streifen wird zuerst rechts auf rechts gefaltet und an den kurzen Kanten zusammengenäht. Am besten mit einem Geradstich an der Nähmaschine, denn dann kann die Nahtzugabe auseinandergelegt werden. Dann wird der Ring links auf links gefaltet und gleichmäßig verteilt anhand der Knipse an den Ausschnitt gesteckt. Hierfür habe ich den Pulli gewendet. Die Bündchennaht trifft auf die linke Schulternaht. Wenn das Bündchen festgesteckt ist, wird es leicht gedehnt rundherum angenäht. Das Bündchen wird gedehnt, der Sweat darunter jedoch nicht.
So sieht der Ausschnitt jetzt aus. Ich habe ihn schon einmal übergebügelt und abgesteppt, um die Nahtzugabe im Inneren zu fixieren. Jetzt fehlen nur noch die Bündchenabschlüsse und die zeige ich euch wieder an meinem Hoodie. Zuerst den Saumbund. Dieser besteht aus zwei Teilen und wird rechts auf rechts an den kurzen Kanten wieder zusammengenäht, dann links auf links gefaltet. Und jetzt markiere ich die Achtelabschnitte mit Klammern. Dafür lege ich zuerst die Seitennähte mittig aufeinander, rechts und links eine Klammer. Und jetzt falte ich dazwischen die Strecken mittig. Auf der Rückseite übernehme ich einfach die Position. Das gleiche habe ich auch am Pulli gemacht und kann an diesen Stellen das Bündchen feststecken. Wenn das getan ist, wird es mit der Overlock angenäht. Der Saumbund ist angenäht. Jetzt noch die Ärmelbündchen. Diese werden auf die gleiche Weise gearbeitet. Zuerst also rechts auf rechts gefaltet und zu einem Ring zusammengenäht. Dann links auf links gefaltet. Ich markiere die Hälfte mit einer Klammer und stecke das Bündchen rechts auf rechts in den gewendeten Ärmel. Die Bündchennaht kommt an die Ärmelnaht, die Klammer an den Ärmelmitteknips. Es wird leicht gedehnt angenäht. Und damit wäre auch das getan. Bei meinem Pulli mit Bündchenware sehen die Säume jetzt so aus. Damit die Kanten noch flacher werden, könnt ihr so wie ich von rechts die Nahtzugabe 5 mm breit feststeppen. Also ich bin bereit für den Herbst. Ich auch. Und welchen Pulli näht ihr? Den Rundhals oder den mit Kapuze? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Freue mich sehr über eure Daumen nach oben und sage Tschüss bis zum nächsten Nähvideo.